Ich möchte Sie herzlich zu der ersten Vorlesung aus der Vorlesungsreihe Grundzüge der Logik, Logik 1, begrüßen. Na, in dieser ersten Vorlesung werden wir uns mit zwei Dingen beschäftigen. Zuerst werde ich Ihnen einen kurzen Überblick über die Geschichte der Logik geben, um dann an zweiter Stelle schon ins Skriptum einzusteigen und im ersten Abschnitt bestimmte Sachen darzulegen, die dann in einer Übungseinheit wiederholt werden sollten. Warum habe ich jetzt diese Philosophie-Geschichte oder die Geschichte oder diese Geschichte der Logik, genauer gesagt, dem eigentlichen Skriptum vorangestellt? Ich habe mir gedacht, dass es vielleicht hilfreich ist, um das besser einzuordnen und die Bedeutung der Logik zu zeigen, was die für eine interessante und ungewöhnliche Geschichte hinter sich hat und wie lange es eigentlich gedauert hat, bis wir zu dem gekommen sind, was wir heute eben in diesen Grundzügen der Logik an verschiedensten Universitäten auf der Welt als wirklicher Einführungskurs für Erst- oder Zweitsemester anbieten. Das heißt, was heute sozusagen wirklich fundamental und basal ist, war lange Zeit noch überhaupt nicht in Sicht und bekannt. Okay, jetzt schauen wir uns das mal an. Also interessant ist an der Logik, dass sie nicht linear die Entwicklung verlaufen ist, sondern eher so in eben so Phasen und so richtigen Anhäufungen, wo es dann ganz viel Logik gab und zwischendurch gab es sehr wenig Logik. Also wichtig ist, dass dass Logik eigentlich durchgängig in der Philosophiegeschichte betrieben wurde und dass sie vor allem die Logik am Anfang und über die Jahrhunderte hinweg bis ins 19. Jahrhundert immer mit der Philosophie ganz eng verbunden war und mit keinen anderen Fächern. Und das hat sich ja in der letzten Zeit geändert. Da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Und anders als andere Fächer oder auch andere Teilgebiete der Philosophie ist in der Logik eigentlich nicht ständig Forschung betrieben worden. Also es hat Phasen gegeben, da hat man nur das repetiert, was bekannt war, und dass da noch Neues hinzugefügt oder in Frage gestellt wurde. Das ist in allen anderen Bereichen der Philosophie, oder sagen wir fast allen anderen Bereichen, ich glaube, die Sprachphilosophie ist ja auch eine Ausnahme, also in so Bereichen wie Philosophie des Geistes, Metaphysik, Erkenntnistheorie ist es anders. Also deswegen ist auch die Logik irgendwie besonders. Und es gibt aber drei Hauptphasen. Also wir werden uns jetzt auf die westliche Geschichte der Philosophie beschränken, so wie das üblich ist. Und da gibt es drei Hauptphasen, ja, wo die Logik eine besondere Entwicklung und eine besondere Blütezeit erlebte. Und zwar gibt es genau eine in der Antike, und zwar genauer genommen in der griechischen Antike. Eine im späteren Mittelalter und jetzt immer noch anhaltend eine in der späteren Neuzeit. Wir beginnen natürlich in der Antike, also chronologisch. Bevor wir das machen, will ich noch kurz was sagen zum Verhältnis der Logik. Also wie schon gesagt, die Logik war in klassischer Weise immer mit der Philosophie verbunden. Und umgekehrt ist interessant, dass die Sprachphilosophie auch immer nur Teil der Logik war, standardmäßig. Also seit Aristoteles hat man hauptsächlich Sprachphilosophie im Zusammenhang mit der Logik betrieben. Da hat es dann einige Ausnahmen gegeben. Die erste bedeutende Ausnahme ist dann vielleicht Locke. Aber das hat sich bis ins 20. Jahrhundert stark durchgezogen und erst dadurch, dass die Linguistik als eigenes Fach etabliert wurde, hat sich das so ein bisschen gelöst. Und jetzt kann man sagen, dass es vielleicht nicht mehr, es ist immer noch diese enge Verbindung zwischen Logik und Sprachphilosophie, aber nicht mehr so zwingend, wie das mal war. Und interessant ist es auch, und das gilt sowohl für die Logik und für die Sprachphilosophie, dass
Nur wenn es besondere Aktivität in der Philosophie im Ganzen gegeben hat und besondere Spezialisierung, also wenn es sehr viel Philosophen gegeben hat und Schulbildungen und intensive philosophische Beschäftigung gab, dann hat die Logik aber wirklich Fortschritte gemacht. Wenn das sehr einzelkämpferisch und unter schwierigen Bedingungen war, in großen Kriegen oder so, dann ist eher nicht Logik betrieben worden. Und interessant ist auch, dass wir ja heute eher ein anderes Bild haben, dass man vielleicht eher denkt, dass ein viel engeres Verhältnis zwischen Logik und Mathematik besteht, als zwischen Logik und Sprachphilosophie, obwohl das natürlich, wie schon gesagt, immer noch besteht. Und das hat sich eigentlich erst im 19. Jahrhundert geändert. Und das ist eigentlich ein besonderes Merkmal der Entwicklung der Logik, dass auf einmal dann sich diese Verbindung zwischen Logik und Mathematik ergeben hat und die Logik dann dadurch auch revolutioniert wurde. Und hier habe ich ja den Leibniz angeführt. Der Leibniz hatte diese Idee schon vorher, hat das dieselbe aber nur in Ideen anskizziert und nicht durchführen können, diese Revolution. Die ist erst dann später gestartet worden, aber in Gedanken von Leibniz vorweggenommen. Genau, jetzt beginnen wir mal mit der Geschichte. Also es gibt die Logik in der griechischen Antike und da ist die Hauptbeschäftigungszeit so circa zwischen 400 und 200 vor Christus. Da gibt es jetzt drei wichtige Schulen, die man unterscheiden muss. Die erste ist das, was der Aristoteles in der Logik geschaffen hat und hinterlassen hat und das dann durch seine Schule Peripatos und seine Schüler weiter verbreitet wurde. Also vor allem seine Schriften wurden dann weiter aufbewahrt und auch weitergegeben an verschiedene Generationen. Und die logischen Schriften sind bis heute von ihm sozusagen erhalten geblieben und verfügbar und wurden dann auch intensiv über die weitere Antike bis ins Mittelalter, bis ins 19. Jahrhundert intensiv studiert. So, und das hat sich aber in letzter Zeit aufgehört. Das ist dann jetzt so kein Teil der Logik mehr, sondern der Philosophiegeschichte. Die zweite wichtige Schule sind die megarischen Logiker und die dritte die stoischen Logiker. Wir wollen uns jetzt mal mit allen diesen drei Schulen genauer beschäftigen. Wir fangen beim wichtigsten an, beim Aristoteles. Also Aristoteles ist nicht nur mit Sokrates und Platon einer der drei großen antiken Philosophen, sondern er ist ganz alleine der größte Logiker der Antike und sicher der größte Logiker bis ins 19. Jahrhundert rauf. Also der hat gigantischerweise mit seinem Werk die Geschichte der Logik dominiert. Und das ist wirklich beachtenswert und interessant, weil er doch eigentlich nur vom heutigen Standpunkt bestimmte Teilbereiche der Logik abgedeckt hat. Und trotzdem war das so überzeugend, was er anscheinend gesagt hat, dass sich die Leute so sehr an ihm orientiert haben. Mit wenigen Ausnahmen. Hier habe ich Ihnen noch angeführt, dass es von Aristoteles mehrere zusammengesammelte Schriften zur Logik gibt. Der Sammelname ist Organon und das besteht aus den folgenden sechs Schriften, die habe ich Ihnen aufgeführt. Wichtig ist jetzt für unsere Zwecke nur, dass das ein ziemlich klassischer Aufbau jetzt ist. Also wenn man das jetzt übersetzt auf die heutige Zeit oder beziehungsweise auf die jüngere Vergangenheit, also im 19. Jahrhundert sind sehr viele Logikbücher noch immer nach dem Format von Aristoteles geschrieben worden. Und da schaut es so aus, dass jedes Logikbuch mit einem Kapitel über die Lehre des Begriffs anfängt oder der Kategorien, wie bei Aristoteles. Dann kommt eine Lehre des Urteils oder Satz, das ist auch an zweiter Stelle bei Aristoteles. Und dann, was jetzt hier erste Analytik heißt, ist die Lehre von den logischen Schlüssen. Ist sozusagen der Kernbereich. Und dann hat es jetzt bei Aristoteles und anderen Leuten auch noch Anhänge gegeben. Also es ist auch ein klassischer Zusammenhang Logik und Wissenschaftstheorie. Das heißt, der zweite Teil der Analytik bezieht sich dann hauptsächlich auf wissenschaftstheoretische Sachen. Ähnlich auch die Topik, die sich auch mit Wahrscheinlichkeitsschlüssen beschäftigt. Der letzte Teil, die sophistischen Widerlegungen, ist dann eher so ein Anhang. Das heißt, die beschäftigt sich mit so bestimmten Trugschlüssen oder Paradoxien.
Und das ist sozusagen eher der ungewöhnliche Teil, aber auch ein sehr interessanter Teil. Also für unsere Zwecke ist jetzt der wichtigste Teil die erste Analytik, und die enthält eine berühmte logische Lehre, die man unter aristotelischer Syllogistik oft zusammenfasst. Und es ist eigentlich eine ziemlich einfache und eingeschränkte Sache. Also es ist ja nicht im Endeffekt die einzige Art von logischer Beschäftigung. So, Aristoteles hat sich auch mit Modallogik beschäftigt, aber das ist die Art von Logik, die über die Jahrhunderte weg weiter betrieben wurde, die sich quasi durchgesetzt hat. Wahrscheinlich aufgrund ihrer Einfachheit und trotzdem aufgrund ihrer Relevanz. Und zwar beschäftigt sich die nur mit Sätzen der folgenden Art, die ich da aufgeschrieben habe in Rot. Also Sätze, die man Generalisierungen oder heute auch Quantifikation nennt, weil sie generalisierende oder quantifizierende Ausdrücke wie alle und einige enthalten und noch zusätzlich jetzt die Negationen davon. Ja. Und in der klassischen Betrachtung hat man jetzt vier Typen von Aussagen da betrachtet, nämlich alle A sind B, einige A sind B, einige A sind nicht B und alle A sind nicht B. Das waren die vier Aussagen, und die habe ich dann so symbolisch dargestellt. Und die syllogistischen Schlüsse bestanden immer aus zwei Prämissen, so wie das hier dasteht, und einer Konklusion, die hier durch das Also eingeleitet wird. Und dann gab es auch noch verschiedene Kombinationen, wo die A und die B stehen. Also hier steht das A einmal vorne und das B hinten, und dann steht das B vorne und ein C hinten. Und also sozusagen, es gibt da noch, das ist die erste Figur, wo der Mittelbegriff wird B bezeichnet. Hier, man kann auch eben schreiben. Und wenn der Mittelbegriff einmal hinten und einmal vorne steht, ist es eine Figur. Dann gibt es noch eine zweite Figur, wo beide vorne stehen. Zweimal die B vorne, und dann gibt es noch die dritte Figur bei Aristoteles, wo, wenn ich das jetzt recht in Erinnerung habe, die beiden Cs hinten, die beiden Bs ganz hinten stehen. Und so sieht man, man hat dann irgendwie drei verschiedene Sätze und kann die dann drei verschiedene Einheiten, zwei Prämissen und eine Konklusion und dann vier verschiedene Typen von Sätzen und verschiedenste Kombinationsmöglichkeiten, dass das dann auf 256 Syllogismen kommt. Und davon sind jetzt überraschenderweise nur, ich glaube, 32 oder 24, das habe ich schon wieder vergessen. Sind also ganz eine kleine Zahl nur gültig. Ja. Und man hat auch damals nicht wirklich feststellen können, ob die gültig sind, sondern der Aristoteles hat sich mühsam herausgefunden, welche da gültig sind. Und was ich jetzt auch noch dazu sagen muss, bei Aristoteles selber hat es nur drei Schlussfiguren gegeben und später ist dann eine vierte dazugekommen, deswegen diese 256. Gut. Und eine Sache ist vielleicht noch wichtig, dass es sich dabei um eine Begriffslogik handelt. Also obwohl hier eigentlich Sätze stehen und man sagen könnte, ja natürlich wie eine übliche Logik, wie man das heute kennt vielleicht oder schon mal gehört hat, dass man Sätze hat, die Prämissen sind und aus denen folgt dann die Konklusion im guten Fall oder auch nicht. Und trotzdem ist das eine Begriffslogik, weil die Sätze so analysiert worden sind, als ob es nur um Begriffsverhältnisse geht. Also zum Beispiel, also die Idee ist, A und B stehen für Begriffe, und das ist jetzt schon mal das Besondere, was in der modernen Logik nicht mehr ist, und zwar nur für Begriffe. Wir können da keine anderen Arten von Ausdrücken verwenden, wir müssen immer über Begriffe reden, wir können keine singulären Terme nehmen wie Peter. Da müssen wir das Ganze schon irgendwie anpassen. Also in der ursprünglichen Form gab es nur Begriffe. Und Begriffsverhältnisse, weil alle A sind B, war dann wahr, wenn der gesamte Umfang des Begriffs A in dem anderen Begriff enthalten ist. Und einige A sind B ist halt dann, wenn der Umfang teilweise enthalten ist in dem Begriff von dem anderen. Und so geht es eigentlich immer nur um Begriffsverhältnisse. Und das heißt, wenn die Begriffsverhältnisse, die in den zwei Prämissen vorhanden sind, wie ist dann das Begriffsverhältnis, das in der Konklusion dargestellt wird, angegeben? So, und das ist dann eigentlich die einzige Frage der Logik. Es geht um Begriffsverhältnisse, die andere Begriffsverhältnisse erzwingen oder auch nicht. Und das ändert sich bald. Beziehungsweise gibt es dann auch Logiker, die das anders sehen?
gleichzeitig. Und zwar sind das die ersten, die erste weitere Schule sind die megarischen Logiker, die waren dann schon ungefähr zeitgleich und quasi kompetitiv mit dem Aristoteles. Da gibt es drei berühmte, die uns noch bekannt sind. Also das Interessante ist dabei, dass wir zwar die Schriften von Aristoteles berühmterweise, zumindest die die Logik betreffen, dass die überlebt haben und weiter verfügbar sind, dass es aber von den megarischen Logikern und auch von den dritten dann, die noch kommen werden, den stoischen Logikern oder aus der stoischen Logik keine Schriften im Original gibt. Und wir eigentlich nur aus indirekter Quelle, die dann später waren und die darüber geschrieben haben, angewiesen sind. Ja, da sieht man schon, dass sich ja ganz deutlich der Aristoteles da bei der Überlieferung auch durchgesetzt hat. Also ein wichtiger megarischer Logiker ist der Eubulides von Milet. Der hat sich vor allem mit sogenannten Paradoxien beschäftigt. Und zwar gibt es vier berühmte Paradoxien, die oft so verstanden werden, dass sie auf den zurückgehen. Das ist nicht ganz klar, ob sie wirklich von ihm erfunden wurden. Auf jeden Fall hat sich er intensiv damit beschäftigt und anscheinend, wie die Überlieferung sagt, mehrere Abhandlungen über diese Paradoxien geschrieben. Ich möchte gar nicht so genau auf alle eingehen. Also es sei nur so gesagt, dass der Lügner und der Haufen, dass diese beiden Paradoxien, die der Eubulides schon diskutiert hatte, dass die heute noch intensiv diskutiert werden. Und die anderen beiden, der Verhüllte und der Gehörnte, sind jetzt eher Sachen, die in den Bereich der Sprachphilosophie fallen, aber immer noch beide auch diskutiert werden. Wobei sozusagen die Diskussion bei dem Verhüllten intensiver ist und der Gehörnte eigentlich nicht mehr als echtes Rätsel angesehen wird, sondern als eigentlich ein Bestandteil einer Theorie. Ja, Sie können das vielleicht mal googeln. Dann können Sie das nochmal sehen. Ich möchte jetzt mal kurz den Lügner erwähnen. Also das ursprüngliche Lügner-Paradoxon hat ein bisschen anders geschaut, aber die einfachste Form, wie man das erklären kann, ist, indem man einen Satz hernimmt und den so bastelt, dass er was von sich selbst sagt, nämlich dass der sagt von sich selbst, dass er falsch ist. Und wenn ein Satz von sich selbst sagt, dass er falsch ist, dann kann man sich fragen, unter welchen Bedingungen ist er wahr? Und natürlich ist der Satz wahr, genau dann, wenn das der Fall ist, was er sagt. Und was sagt er, dass er falsch ist? Also ist er, wenn er wahr ist, falsch. Umgekehrt ist halt die Frage, wenn er falsch ist, dann ist das, was er sagt, nicht der Fall. Also wenn er sagt, dass es falsch ist, dann ist er also wahr, weil wenn er nicht falsch ist, ist das Gegenteil der Fall. Das Gegenteil von falsch ist wahr. Also ist er falsch, genau dann, wenn er wahr ist. Und so gesehen haben wir eine echte Paradoxie. Wir können diesen Satz nicht sinnvoll fragen, ob der wahr oder falsch ist, weil immer, wenn wir versuchen, denn die eine Möglichkeit zu erläutern, kommen wir zur anderen und umgekehrt. Und das ist eine Paradoxie, mit der sich heute noch Logiker beschäftigen, und zwar sehr intensiv wieder. Und das flaut immer wieder mal ab und kommt immer wieder, das Problem. Und interessant ist, dass das ein uraltes Problem ist, das auch die megarischen Logiker schon umgetrieben hat. Ein zweiter interessanter megarischer Logiker ist der Philon von Megara, der ein bisschen später dann gelebt hat und der sich mit Konditionalen und mit Modallogik beschäftigt hat. Also auch schon mit Themen, die heute immer noch intensiv oder also ein Kernbestandteil der Logik darstellen. Und zwar Konditionalaussagen sind solche mit wenn dann, also zum Beispiel, wenn ich sage, wenn es schneit, dann ist es kalt. Und jetzt kann man sich fragen, naja, was kann man also mit den Konditionalen machen? Sie sind auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil der Logik. Es gibt so einen basalen Schluss, den ich damit ziehen kann, nämlich wenn ich sage, wenn es schneit, dann ist es kalt. Und unter der Annahme, dass es zusätzlich auch noch wirklich schneit, dann kann man aus diesen beiden annehmen, dass wenn es schneit, es kalt ist und dass es schneit, schließen, dass es kalt ist.
Das ist der sogenannte Modus Ponens. Und gerade deswegen und auch wegen anderen Schlüssen, die damit verwandt sind, sind Konditionalaussagen extrem wichtig, weil das extrem wichtige Schlüsse sind, die wir dauernd ziehen. Und wenn wir diese Schlüsse analysieren, dann müssen wir auch wissen, was die Konditionalaussage besagt. Und da hatte der Philon von Megara eine Analyse, die interessant ist und die bis heute vertreten wird und die lange Zeit in Vergessenheit geraten wurde und erst mit Frege quasi wieder richtig, dann erst im 19. Jahrhundert wieder aufgelebt oder wiederentdeckt wurde. Und die besagt hat eben, dass es eine sehr einfache Analyse, dass man sagt, man braucht sich nur anschauen, die Wahrheit der einzelnen Glieder, man kann sagen, den Wenn-Teil und den Dann-Teil. Und die Idee ist, die also eine Konditionalaussage ist wahr, immer wenn es nicht so ist, dass das eine mit dem Wahren beginnt und mit dem Falschen endet. Also in allen anderen Fällen, außer dem Fall, wenn der Wenn-Teil wahr ist und der Dann-Teil falsch, ist die Sache immer falsch. Und das nennt man so materielles Konditional. Das fanden damals auch schon viele nicht sehr überzeugend oder ein bisschen problematisch. Ist zwar sehr elegant und einfach, aber man hat so das Gefühl, das ist zu schwach. Und dann gibt es schon den Diodorus Kronos, quasi ein Zeitgenossen von Philon Megara und mit megarischer Logiker, der dann quasi eine Gegenposition, eine etwas verstärkte Position vertreten hat. Und der ebenso wie der Philon auch Modallogik betrieben hat. Und zwar hat der dann die Verstärkung vertreten, dass man sagen, es muss ein notwendiger Zusammenhang stehen. Das heißt, kurz gesagt, also notwendigerweise ist es nicht so, dass wenn das eine wahr ist, das andere falsch ist. Das heißt, es muss immer so sein, dass wenn das Vorderglied wahr ist, dann muss auch das Hinterglied wahr sein. Und das nennt man striktes Konditional. Also diese Idee eines Materialkonditionals, wie wir dann noch sehen werden, das werden wir noch intensiver machen. Und ein striktes Konditional, auf das werden wir nur kurz zu sprechen kommen, das gibt es schon in der Antike. Also die stoische Logik ist ein Teil der Stoa, das ist eine Bewegung, die länger gedauert hat, die verschiedene Teile hat und vor allem im Anfang dieser Stoa hat man sich auch mit Logik beschäftigt, dann umso weiter fortgeschritten, weniger mit Logik und mehr mit Lebensphilosophie und Ethik, also aber weniger mit Logik. Und es gibt auch nicht so wahnsinnig viel richtig berühmte oder bekannte stoische Logiker, auch wenn sozusagen immer wieder in den späteren Schriften von der stoischen Logik geredet wird, gibt es eigentlich so eine Art Schule. Ist eigentlich nur ein großer stoischer Logiker be bekannt und das ist der Chrysipp oder Chrysippos von Soloi. Und der hat so ein bisschen später gelebt, wie man sieht. Das ist mir nicht so ganz genau, ob das 281 bis 208 oder 276 bis 204 war. Und das ist so unklar. Und das Interessante ist, was man jetzt bei den megarischen Logikern schon gesehen hat, die behandeln gar keine, die interessieren sich gar nicht wie der Aristoteles für so Begriffe oder Begriffsverhältnisse und auch nicht für universelle Aussagen, also das stimmt nicht ganz, also die haben sich für beides interessiert, aber die haben sich, und die haben teilweise ja andere Analysen vertreten und sich für andere Arten von Generalisierungen vertreten als der interessiert als der Aristoteles. Aber die haben sich vor allem mit Aussagenlogik beschäftigt, wie man es heute nennen würde. Das heißt, sie haben sich mit der Frage beschäftigt, oder mit einer Auffassung von Logik beschäftigt, die davon ausgeht, dass es eigentlich darum geht, dass das logische Folgerichtigkeit etwas mit Wahrheit und Falschheit zu tun hat und nicht mit dem Verhältnis von Begriffen. Ja? Und diese auf Wahrheit und Falschheit orientierte Logik, in der Grundform kann man Aussagenlogik bezeichnen,
Und in der Historie war das so. Bei uns ist es dann jetzt so, dass wirklich alle Logik was mit Wahrheit und Falschheit zu tun hat und dass man diese Begriffslogik quasi in die Aussagenlogik integriert hat. Oder beziehungsweise eine Erweiterung, wenn man ganz genau ist. Aber die stoischen Logiker, die haben da auch schon die Grundlagen gelegt für diese Aussagenlogik. Also die haben dann noch bestimmte Begrifflichkeiten auch und Sprachphilosophie, die braucht man ja immer, bevor man dann Logik betreiben kann. Die haben dann so eine Analyse gehabt und den Begriff von das Lekton und die Mehrzahl Lekta. Das ist sozusagen das, was man mit einem Satz sagen kann. Und also man muss sagen, es ist nicht ganz klar. Also manchmal kann man es so lesen, als ob es der Satz selber ist. Manchmal ist es das, was das Gesagte ist. Und dann ist jetzt auch nicht klar, ob das Gesagte sozusagen nur was mit dem Akt zu tun hat oder ob das irgendwie dauerhafter ist und dass man öfter das Gleiche sagen kann. Das ist alles nicht so ganz klar, weil da gibt es ja nur so wenige Fragmente. Aber wie auch immer geht es um Wahrheit und Falschheit von so Sätzen oder Aussagen. Und das Interessante ist, die haben da schon erkannt, dass es bestimmte Satzverknüpfer gibt, also so Ausdrücke wie und, wenn, dann, oder entweder, oder, die man verwenden kann, um zwei Sätze zu einem neuen Satz zu verbinden, dass die ein zentraler Bestandteil der Logik sind und dass man mit Sätzen, die diese Verknüpfer enthalten, dass man dann Schlüsse ziehen kann, wenn man die mit anderen Sätzen kombiniert, die entweder auch enthalten oder nicht enthalten. Aber dass die essentiell sind. Und da hatten wir auch schon, hatten die, was wir auch im Kurs machen werden, so eine sogenannte wahrheitskonditionale Semantik für Satzverknüpfer. Nämlich denen ist aufgefallen, dass man diese ganzen Satzverknüpfer so analysieren kann, dass es nur um Kombinationsmöglichkeiten von wahr und falsch geht. Das heißt, der komplexe Satz, der ist dann je nach Verknüpfer unter unterschiedlichen Bedingungen wahr, hängt dann ganz davon ab, welche Wahrheitswerte von den einzelnen Sätzen vorhanden sind, damit das ausreicht. Und das ist bei den erwähnten Fällen unterschiedlich. Und was sie auch gesehen haben, und das ist auch beachtlich, beziehungsweise interessant, also für den Aristoteles war Negation, also irgendwas mit, also eine Modifikation von Sätzen mit nicht, eigentlich ein Bestandteil von einem Satz und hat irgendwie eher was mit der Kopu, also mit der Prädikation zu tun. Oder in manchen Fällen, dass es einen negativen Begriff erzeugt, so ähnlich wie Nichtraucher. Aber er hatte nicht die Auffassung, dass nicht eher in die Klasse von und, wenn, dann, oder entweder, oder gehört. Und das ist sozusagen, was die moderne Logik auszeichnet. Das findet man auch bei Frege ganz besonders berühmt und bis heute. Und das hat schon dieser Chrysipp entdeckt und der hat es dann immer so hingeschrieben, dass er ein Nicht vor den Satz gestellt hat und dann mit Doppelpunkt. Also das zeigt schon, dass es irgendwie nicht so natürlich ist, aber dass es vom logischen Standpunkt eine interessante Analyse ist, ja, auf die wir dann auch noch eingehen werden. Hier sei noch kurz erwähnt, dass der ebenso wie die megarischen Logiker keine Schriften wirklich überliefert sind und wenn man nach diesen Auffassungen sucht, muss man sich aus zweiter Quelle und da sind, habe ich berühmte, wichtige zweite Quellen noch angeführt. Es gibt auch eine sehr schöne Sammlung auf Deutsch zu diesem Thema von Karl-Heinz Hülser, die Fragmente zur Dialektik der Stoiker. Das ist jetzt mal alles, was ich zur Geschichte der Logik kurz sagen wollte. Im Mittelalter, in der Antike, und wir wollen jetzt zum Mittelalter übergehen. Und man sieht halt in der Antike, dass da schon bestimmte Fundamente gelegt worden sind für das, was wir heute haben, aber dass das nur wirklich die Fundamente sind. Also sie sind selbst das, was wir in der Einführung machen, nur ein ganz kleiner Teil daraus. Also im Mittelalter hat man dann immer noch sehr intensiv, wie in der Antike teilweise auch, aber dann fast noch teilweise intensiver
durch die Entstehung da dieser Universitäten und auch die, dass durch die Mönche, durch Mönche so intensiv Wissenschaft betrieben wurde, hat man sich dann auch wieder mit der Logik beschäftigt. Also wie gesagt, wenn mehr Spezialisierung ist, dann gibt es wieder mehr Logik, und dadurch, dass diese Institutionalisierung auch gegeben hat, auch der Philosophie, gab es auch wieder mehr und intensivere Logik. Und das hat dann vor allem im etwas späteren Mittelalter, so zwischen 1200 und 1440 nach Christus, immer intensivere Formen angenommen. Und ich kann da jetzt natürlich nicht alle nennen, alle wichtigen Logiker aus dem Mittelalter. Ich habe jetzt sozusagen aus meiner Perspektive die wichtigsten zusammengesucht. Und da sind an erster Stelle jetzt mal zwei Leute zu nennen, die so ein bisschen früher waren. Bei dem zweiten ist sogar umstritten die Identität und die Zeit, aber seine Werke sind vorhanden. Also der erste ist ein Engländer und heißt William of Sherwood. Und der hat ziemlich ähnliche Bestrebungen gehabt wie dieser Petrus Hispanus, der ganz offensichtlich ein Spanier ist. Und die haben beide versucht, das Werk von Aristoteles zur Logik zu systematisieren und zu formalisieren. Also auf der Folie unten sieht man das ganz deutlich. Also die haben das dann so, diese einzelnen Urteilsformen mit alle nicht, einige und einige nicht. Hier in der zweiten oder dritten Kästchen, in der dritten Spalte sind die dann auf Lateinisch aufgeführt. Und zwar haben die dann verkodifiziert und dann formalisiert. Also die haben für die vier Typen Buchstaben eingeführt, also Vokale A, E, I und O. U kommt nicht vor. Und haben dann die einzelnen Formeln formalisiert. Also für alle Menschen sind sterblich, würde man dann sagen A klein a b als Formel. Ja. Und da sieht man auch schon, dass es dann eigentlich gar nicht mehr um. Also das ist so eine Bestrebung, die man halt in der Moderne sehr stark hat, die Logik zu formalisieren. Und das ist ja dann schon auch die Idee, dass man die Logik näher an die Mathematik irgendwie ranrückt. Und da hat es quasi schon gewisse Bestrebungen im Mittelalter gegeben. Und der William von Sherwood hat es in ähnlicher Weise betrieben, ist aber, hat sich aber nicht so durchgesetzt, dass er die ganzen Formalisierungen, die wir kennen, kommen von Petrus Hispanus. Und wenn Sie immer irgendwann sehen, wie wenn irgendwer formaler diese Syllogistik betreibt, dann wird immer noch diese Terminologie von Petrus Hispanus dafür verwendet. Und was aber interessant ist, und das werden wir dann auf der nächsten Folie sehen, die haben aber nicht nur den Aristoteles formalisiert, also zum Beispiel, was jetzt noch oben über dieser ersten Tabelle, die zweite Tabelle, das ist so ein ganz merkwürdiges Gedicht, was eigentlich so ein Merkreim ist. Ja. Und das ist sozusagen kodifiziert. Die gültigen Schlüsse, die sich aus den, jetzt sind es vier Figuren, also die Zeilen stehen für die vier Figuren, diese aristotelischen Schlüsse, also die vier verschiedenen Figuren für die vier verschiedenen Zeilen, und die einzelnen Zeilen haben pro Wort kodifiziert die gültigen Schlüsse, und Sie sehen, da sind halt die Vokale drin versteckt. Barbara hat halt 3a, und dann ist es so ein Schluss, der in den Prämissen zweimal a hat, also diese zweimal diese universelle, und auch als Konklusion. Und dann kann man das Einzelne durchgehen mit E, A, E und so weiter. Manchmal gibt es auch zwei, weil sozusagen Möglichkeiten gibt, die schwächere und die stärkere, den stärkeren Schluss zu haben. Also, und das hat der William von Sherwood als erstes auch sehr berühmt. Aber eben, der hat halt auch andere Sachen gemacht, die sehr ähnlich sind wie dem Petrus Hispanus. Und sie haben jetzt schon Sachen gemacht, die dann später noch intensiver betrieben wurde. Sie haben nämlich auf der sprachphilosophischen Seite versucht, den
den Aristoteles zu verbessern und reformieren, so dass man auch dadurch den Anwendungsbereich der Syllogistik etwas ausdehnen kann. Weil zum Beispiel, das ist auch schon im Aristoteles aufgefallen, das Problem ist, wir haben ja nicht so Schlüsse mit nur alle und einige, und sondern es gibt ja dieses berühmt-berüchtigte philosophische Argument mit alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist schon Mensch, also ist Sokrates sterblich. Und da ist als zweite Annahme, also als zweite Prämisse, ist da eine Aussage, die kein All oder also keine Allaussage ist und keinen quantifizierenden Ausdruck wie alle oder einige enthält. Und das passt eigentlich gar nicht. Da muss man sich dann fragen, wie man das analysiert. Und da haben die auch versucht zu zeigen, wie man das machen kann. Und auch, wie man noch also sozusagen auch zeigen kann, dass manche Ausdrücke, die nicht wie alle Aussagen ausschauen, welche sind. Wie zum Beispiel, also ein Beispiel von Frege, der Türke steht vor Wien, das ist auch eine Allaussage, obwohl es nicht so ausschaut. Beziehungsweise eine sehr besondere Art von Allaussage. Also ein besseres Beispiel ist vielleicht noch, der Tiger ist ein Lebewesen. Das ist auch eigentlich, also das ist umstritten, ob es eine Allaussage ist, aber da haben die, also zumindest, also haben die im Mittelalter das als ein Beispiel genommen, die man auch als Allaussage verstehen kann. In der modernen Linguistik haben die da andere Ideen dafür, dass das vielleicht eine höherstufige Aussage ist, wo dann über die Art des Tigers irgendwas gesagt wird. Und diese Bestrebungen, den Aristoteles zu verbessern, haben sich dann bis, und sogar zu korrigieren, haben sich dann intensiviert. Und also sozusagen meiner Meinung und auch vieler Leute ist dann die wirkliche Hochphase dieser scholastischen Logik unter der Schule von William von Ockham, einem ganz bedeutenden Philosophen und Logiker aus dem Mittelalter. Also Sie sehen, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, aber Sie haben es wahrscheinlich schon bemerkt, also dass ich immer versucht habe, zuerst den Autor dazu nennen und dann darunter sein wichtigstes logisches Werk. Und wenn die Jahreszahlen fehlen, dann ist es nicht so leicht zu datieren gewesen. Was dann später kein Problem mehr ist, aber in diesen frühen Schriften schon gar nicht mehr so einfach ist oft. Und dieser William von Ockham, der ist sozusagen, der beschäftigt sich ja intensiv mit Logik und versucht eben die aristotelische Logik weiter zu verbessern, aber auch zu reformieren. Und zwar eben, wir haben ja gerade davon gesprochen, dass es diese Aussagen gibt, wie Sokrates ist ein Mensch, die nicht so richtig reinpassen in das Schema. Und dann muss man sich natürlich fragen, wie man die analysieren kann. Und eine Sache wäre ja, dass man sagt, naja, Sokrates ist ja vielleicht doch ein Ausdruck, der für eine Menge steht, nämlich für die Menge, wo nur der Sokrates drin ist. Und dann ist die, wenn diese Menge Asaganza im Menschen drin ist, ja, oder dann kann man natürlich sagen, dann ist es auch eine versteckte Allaussage. Ja. Alles, was ein Sokrates ist, oder alles, was, also in dem Sinne, ja, könnte man sagen, dass Sokrates ist ein Mensch, auch eine versteckte Form von Allaussage ist, wäre eine Möglichkeit. Und da hat aber der William von Ockham jetzt versucht, eine andere Analyse zu geben und auch ein bisschen eine andere Analyse, als der Aristoteles selber im Zusammenhang von anderen Schriften gibt. Außer den rein logischen, also der Aristoteles ist für seine Metaphysik berühmt und in der Metaphysik vertritt er die Auffassung unter anderem, dass es Universalien gibt, die in den Dingen sind und Universalien sind sozusagen die metaphysischen Repräsentanten von dem, was wir intuitiv Eigenschaften nennen. Das heißt, wenn es viele blaue Bücher gibt, dann ist in dem und die einen ähnlichen Blauton haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel von einem Buch 10 Exemplare hat, die alle den gleichen Blauton haben, dann hat der Aristoteles die Idee, es gibt die Bläue, die
in diesen Büchern drin ist, und das ist eine Universale, und die ist in allen Büchern irgendwie enthalten. Die haben das irgendwie so gemeinsam. Das ist, und dann wird man natürlich auch beim Sokrates annehmen, dass er das Menschsein, die Universale des Menschseins mit ganz vielen Menschen teilt. Und dann analysiert man den Satz, Sokrates ist ein Mensch so, dass der wahr ist, wenn der Sokrates ein Individuum bezeichnet, der Ausdruck, und der Ausdruck Mensch eine Universalie, und dann noch zusätzlich eben der Mensch die Universalie instanziert oder der an dieser Universalie teilhat. Also er muss sozusagen auch in dieser Verteilung drin sind. Also dieses Menschsein wird verteilt, und der Aristoteles ist einer, an der Verteilung teilnimmt. Und das hat der Wilhelm von Ockham jetzt streng abgelehnt, und er hat gesagt, nee, nee, diese Universalien gibt es gar nicht, es gibt nur Individuen. Und wenn man dann diese Sätze richtig analysiert, dann muss man eigentlich sagen, ja, Sokrates bezieht sich auf das Individuum Sokrates, aber das Prädikat ist Mensch auch nur auf dem Individuum. Also es gibt halt nur Prädikate und keine Universalien. Das heißt, die Aussage ist wahr, wenn es etwas gibt, auf das sich sowohl der Ausdruck Sokrates als auch der Ausdruck ist ein Mensch bezieht, dann ist er wahr. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn es sozusagen kein Ding gibt oder eins gibt, wo das nicht zutrifft, das eine oder das andere, dann ist die Aussage eben einfach falsch. Ja. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise als die von Aristoteles, und nennt man Nominalismus. Und das war nur eine der Errungenschaften, aber wahrscheinlich die wichtigste, die sich von Aristoteles absetzt. Und unter anderem haben die dann auch noch Sachen, auf die ich nicht näher eingehen kann, nämlich zum Beispiel bestimmte Analysen von Sätzen, die sie dann verschiedene Arten von Suppositio, also die unterscheiden dann verschiedene Arten von Sätzen, die sie alles als Supposition nehmen. Da geht es dann um den Bezug auf die Wirklichkeit, da gibt es dann Materialis, Formalis und so weiter. Dann spielt bei denen auch die Copula eine entscheidende Rolle. Das ist also dieser Ausdruck ist, der kommt ja auch in diesen ganzen Beispielsätzen vor, als ob die so eine Art Verbinder ist. Dann gibt es nur, also Appellatio ist diese Idee mit diesen Umfängen, also Begriffsumfängen, was ja der Ockham in einer bestimmten Weise ablehnt, weil er ja eigentlich nur die Dinge und die Prädikate ansieht, aber andere von seinen Schülern haben das ein bisschen anders gesehen. Und dann gibt es noch was ganz Spannendes, das ist Ampliatio, das ist die Idee, dass bei manchmal die Ausdrücke eine weitere Bedeutung haben als in den Ursprüngen sind. Also wenn ich zum Beispiel sage Löwe, dann beziehe ich mich nur auf die wirklichen existierenden Löwen, aber wenn ich sage vorgestellter Löwe, dann beziehe ich mich auf alle Löwen, die sich irgendwie alle, die sich irgendwie ausdenken lassen, auch steinerne Löwen und so weiter. Also man kann sich ja einen steinernen Löwen vorstellen und so weiter. Also die Idee ist, es gibt dann verschiedene Ausdrücke, die so einen ursprünglichen Ausdruck modifizieren und die seine Extension dann quasi weitermachen. Und das ist eine sehr genuin mittelalterliche Idee, und man sieht schon, das betrifft dann eben schon die Details der Aussagen, die dann da analysiert werden, und betrifft dann also Sätze wie, dass man, also zum Beispiel, dass man jetzt nicht nur über Menschen, Pferde und Steine redet, sondern alles, was sich Leute denken. Und das ist eigentlich in der ursprünglichen Version von der aristotelischen Logik nicht vorgesehen worden. Und da haben die mittelalterlichen Logiker wirklich wichtige Pionierarbeit geleistet, die heute noch relevant ist. Und neben dem Wilhelm von Ockham gibt es halt dann noch diesen Jean Buridan, also der Ockham selber war in Oxford tätig. Und sein wichtigster Schüler, Jean Buridan, hat dann in Paris diese Lehren verbreitet. Eine weitere Person, die in diesen Schülerkreis gehört, ist der Marsilius, also Marsilius von Ingen. Der war wieder mit dem Jean Buridan gut befreundet und hat es dann, der ist ja der Begründer der Universität Heidelberg, hat es dann nach Deutschland gebracht.
Und jemand, der das dann später auch in Italien verbreitet hat, so quasi nicht mehr als echter Schüler, sondern als weiterer Vertreter, ist dann der Paulus Venetus. Ja. Die haben alle teilweise auch neue Ideen, die nicht in dem Okzent zu finden sind, haben aber alle diesen nominalistischen Einschlag gegen den Aristoteles. Und auch diese ganzen Begriffe verwenden die teilweise. Also der Ockham am wenigsten komischerweise, aber die anderen verwenden das. Und das ist so eher typisch. Also der Ockham hat zum Beispiel keine Theorie der Ampliatio. Der erklärt das alles mit Mehrdeutigkeiten. Aber so sieht man, dass da schon sehr viel passiert ist und das ist sowieso leider sehr oft nur die wenigen Experten, die dazu arbeiten, wissen, was da für ein großer Schatz besteht. Diese mittelalterliche Logik ist wirklich eine ganz spannende Sache. Und zum Beispiel, also nur um nur einen zu nennen, gibt es ein tolles Buch, das gar nicht so alt ist, von Terence Parsons, einem sehr großartigen Philosophen, der sich auch jetzt mal mit mittelalterlicher Logik beschäftigt hat. Das Buch heißt Articulating Medieval Logic. Und da versucht er sogar zu zeigen, dass die wesentlich mächtiger ist, die Logik, als die von Aristoteles, also dass sie nicht nur versucht haben zu erweitern, sondern dass die wirklich dass das eine echte, also nicht nur die Anwendung erweitern, sondern wirklich substanziell die Logik erweitert haben. Da gibt es halt quasi sozusagen, das ist kontrovers, aber das ist auch noch eine Möglichkeit, wie man das interpretieren kann. So viel dann zum Mittelalter, die zweite große quasi Phase. Und jetzt kommt so ein Ausreißer. Also in der frühen Neuzeit ist eigentlich so gut wie keine Logik ernsthaft betrieben worden. Es gibt auch berühmte Logikbücher, aber die haben eigentlich nur den Wissensstand zusammengefasst, wie zum Beispiel dieses berühmte Logikbuch vom Port Royal. Aber das ist jetzt nicht so erwähnenswert als wirkliches Highlight in der Logikgeschichte. Aber natürlich erwähnenswert ist der Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz, der ein bedeutender Universalgelehrter war. Das heißt, der hat nicht nur auf dem Gebiet der Logik interessante Ideen gehabt, sondern auch an anderen Bereichen der Mathematik. Er hat sich auch mit Naturwissenschaften beschäftigt. Der war als Bibliothekar in Wolfenbüttel angestellt, hat für den Hof im Königreich Hannover oder Herzogtum Hannover da gearbeitet. Und war auch weit gereist, war mal eine Zeit lang in Frankreich. Und der hat sich auch Gedanken über Logik gemacht und auch über die Weiterentwicklung der Logik. Aber der hat nie wirklich ausführliche Bücher oder so Abhandlungen darüber geschrieben, sondern die Ideen zu seiner Logik sind eher verstreut in seinen verschiedenen Schriften und Korrespondenzen. Und es gibt da schon ein paar Ideen, und da interessante Sachen. Also ich weiß, der Herr Lenzen, das ist ein deutscher Philosoph, der ist ein großer Experte, der sich da sehr intensiv damit beschäftigt hat. Aber so allgemein kann man sagen, dass das alles, was der Leibniz an sehr innovativen Ideen gehabt, die weit über das hinausgehen, was der Aristoteles gemacht hat, da hat er sich sozusagen nicht rangetraut. Also das ist nur im Idee geblieben. Aber er hat damit aber die Logikgeschichte quasi irgendwie so ein bisschen vorausgesehen, weil er die Idee gehabt hat, dass man eigentlich viel näher die Logik an die Mathematik ranrücken muss und damit auch die Logik formalisieren einerseits und auch andererseits die Mathematik im Rahmen der Logik stärker betreiben soll. Und eine der wichtigsten Ideen, die dann später aufgegriffen worden ist, die Idee einer formalen Sprache des Geistes, dass man die entwerfen soll. Um klarer und präziser Gedanken auszudrücken, das nennt er Lingua Characteristica. Also die kann dann nicht nur in der Mathematik und der Philosophie eingesetzt werden, sondern auch in der Wissenschaft im Allgemeinen und kann dann uns helfen, wenn sie nach logischem Maßstab gestaltet ist, auch gut dann die Schlüsse nachzuvollziehen. Und gleichzeitig wollte er das ergänzen mit einem formalen logischen Kalkül. Also wie Sie wissen und wie Sie hier abgebildet sehen, hat sich Leibniz auch mit einer Konstruktion einer Rechenmaschine beschäftigt, die schon einige Rechenoperationen automatisch ausführen konnte. Und so hat er sich auch die Idee gemacht, dass es auch einen Calculus Ratiocinator geben kann,
Also nicht nur eine Rechenmaschine, sondern eine Beweismaschine. Also die Idee ist, man könnte ja eine Maschine konstruieren, wo wir dann die formalisierten Sätze reingeben und die sagt uns dann, welche Sätze daraus folgen. Und diese Idee wird dann im 20. Jahrhundert nochmal wichtig, wo man sich dann fragt, kann man sowas konstruieren und gibt es da irgendwelche Grenzen? Und das ist wirklich so, dass der Leibniz wirklich so eine Ausnahmeerscheinung war. Und da ist nicht recht viel passiert bis ins 19. Jahrhundert. Und interessant ist auch noch, es gibt ja den wahrscheinlich bedeutendsten Philosophen der mittleren Neuzeit, den Immanuel Kant, der ja auf verschiedenen Gebieten wirklich bahnbrechende Sachen geleistet hat. Vor allem Philosophie des Geistes, Erkenntnistheorie und Metaphysik und natürlich einer praktischen Philosophie, aber jetzt sozusagen näher in unserem Bereich sind da diese theoretischen Sachen. Und der auch immer wieder einen Logik-Einführungskurs gegeben hat und auch in der Logik ein paar neue Kategorisierungen eingeführt hat, die eher ein bisschen meiner Meinung nach irreführend sind. Und der sich nicht weit von Aristoteles jemals wegbewegt hat. Der hat noch im 1800 in seiner Jesche Logik behauptet, dass die Logik bereits durch Aristoteles vollendet ist. Also wir haben schon gesehen, das kann nicht ganz stimmen, weil die stoischen Logiker haben schon andere Sachen gemacht. Und es haben sich die Leute, die ernstzunehmend Logik betrieben haben, immer gefragt, wie man die Teile, die stoischen Logiker betrachtet haben, mit denen, die der Aristoteles betrachtet, überhaupt zusammenfügen kann. Also das ist von Aristoteles selbst und seiner Schule nicht geleistet worden. Und das ist dann auch ein Thema im 19. Jahrhundert. Und man sieht schon, dass er ist dann so schnell widerlegt worden, dass man eigentlich sieht, dass er von viel eine Ahnung hat, aber von Logik eher weniger. Weil diese Aussage wirklich ein paar Jahrzehnte später gleich widerlegt wurde. Und da sind wir jetzt eigentlich an dem Zeitpunkt angelangt, wo die Logikgeschichte so richtig Fahrt aufgenommen hat, wo es so richtig spannend geworden wurde und wo man den Aristoteles immer mehr hinter sich gelassen hat. Also bis dahin war der Aristoteles immer noch das Maß aller Dinge, selbst noch bei Kant. Und es ändert sich jetzt. Also die Vorwehen zur Revolution der Logik im 19. Jahrhundert sieht man schon an zwei ganz wichtigen Autoren. Erstens, also besonders wichtig als Philosoph von wirklich bedeutendem Format, aber in der Philosophiegeschichte leider oft nicht so oft erwähnt ist der großartige Philosoph Bernard Bolzano, der ein monumentales Werk mit seiner Wissenschaftslehre geschrieben hat. Also es hat sich dann irgendwie eingebürgert, also wir haben ja schon gesehen, dass bei Aristoteles Logik auch Wissenschaftslehre drin war. Und Fichte war einer der ersten, der das dann so ein bisschen umgekehrt hat, der es dann so getan hat, naja, eigentlich ist die Wissenschaftslehre zentral und die Logik ist dann nur ein Teil. Also klassisch war es genau umgekehrt. Und so heißt auch bei Bolzano das Buch Wissenschaftslehre und die Logik ist dann nur ein Teil darin. Aber, und er hat auch wirklich manche Sachen in der Logik noch sehr traditionell gesehen, aber er hat auch viele Sachen, das ist schon ganz modern gesehen. Beziehungsweise kann man sehen, dass es hier auf einmal wieder Rückbezüge gibt oder vielleicht durch Zufall oder auch nicht, auf die, also sozusagen entweder echte Rückbezüge oder zufällige quasi Verbindungen, die dann auf Arbeiten zurückreichen, die Stoiker und die megarischen Logiker begonnen hat. Weil alle Logiker, die wir jetzt dann besprechen werden, haben sich ja mit Aussagenlogik beschäftigt und haben die auch als wichtigen Teil der Logik angesehen und den man irgendwie integrieren muss. Und das ist sozusagen einer der Hauptkritikpunkte an der aristotelischen Logik, dass das nur bis zu einem gewissen Teil geschehen ist. Und der Kant hat es schon versucht, aber diese Teile da zu integrieren, er hat ja sowas wie hypothetisches also und disjunktives Urteil schon gehabt in seiner Kategorisierung von 12 Arten von, also 4 Typen und mit jeweils 3 Unterarten von Urteilen. Aber das war halt so mehr so ein, naja, so muss man sagen, also meiner Meinung nach ein bisschen missglückter Versuch, ja. Aber das ist jetzt auch auf der Agenda, das ordentlicher und universeller und ein bisschen systematischer zu machen. Und der Bolzano, der besinnt sich jetzt wieder auf diese Lecter-Idee zurück, hat aber dann eine ganz eigene
klare Meinung dazu. Also er nennt das jetzt nicht Lekta, sondern Sätze an sich. Und er ist der Auffassung, dass durch Sätze in verschiedenen Sprachen dasselbe ausgedrückt werden kann. Und zwar das, was ausgedrückt wird, ist dann objektiv wahr. Also er war ja auch ein Mathematiker. Also die Idee ist dann, ja, gerade wenn man mathematische Sachen aufschreibt, muss man ja durch Sätze was ausdrücken, was durch, erstens durch alle ausgedrückt werden kann und zweitens ewig wahr ist. Also muss es neben den eigentlichen Sätzen, die nur als Vehikel dienen, die Sätze an sich geben oder die, was die früher Lekta genannt haben. Aber der Unterschied zum Lekton ist, da ist es eher umstritten, ob es was, also eher, da ist eher so was Flüchtiges, die Lekta, aber die Sätze an sich so in, sozusagen zeitlich unveränderlich sind. Und sowas Ähnliches findet man dann auch bei Frege wieder. Aber damit hat man gleich einen neuen Baustein für die Logik, weil man dann sagt, naja, das, was die Logik eigentlich betrifft, sind diese Sätze an sich und die Beziehungen zwischen den Sätzen an sich. Und da hat er dann auch kleine Idee gehabt, der Ableitbarkeit. Das ist sozusagen eine viel weiterer Begriff eigentlich, so wie er das verstanden hat, im Gegensatz zu dem engeren Begriff der logischen Folgerung, die wir haben. Aber er nimmt die Grundidee oder die allgemeine Idee vorweg, dass es eben um Vereinbarkeit und Verträglichkeit zwischen solchen Sätzen an sich geht. Und dass dann die Ableitbarkeit ein Spezialfall der Verträglichkeit ist. Weil es ist klar, dass intuitiv wird man sagen, dass wenn Sätze zum Beispiel gar nichts miteinander, also wenn Sätze miteinander unverträglich sind, dann würde man intuitiv sagen, dass die nicht auseinander folgen können. Ne? Das ist jetzt so, wenn jetzt, und das ist in bis zu einem gewissen Grad auch noch so in der klassischen Logik. Das ist, kann nur ein bisschen anders sein, wenn das Unverträgliche schon Teil der Prämissen ist. Dann kann auch Unverträgliches in der Konklusion sein. Aber wenn die Prämissen sozusagen nicht widersprüchlich sind, dann ist es so, dass es nicht sein kann, dass dann die Prämissen sozusagen nicht widersprüchlich sind, aber die Konklusion widersprüchlich oder sich das mit der Konklusion widerspricht. Ja? Und in diesem Fall der Verträglichkeit geht es dann aber bei Bolzano. Und damit ist das schon eine wichtige Idee von der modernen Auffassung von Ableitbarkeit oder Folgerichtigkeit gegeben, die man bei Aristoteles in der Form nicht gefunden hat und die eher wieder an diese stoische Tradition, stoisch-megarische Tradition anknüpft. Und auch der, also auch ein berühmter früher Logiker des 19. Jahrhunderts, der vor allem deswegen bekannt ist, weil es Gesetze, logische Gesetze gibt, die die Aussagenlogik betreffen, die nach ihm benannt sind, die werden wir auch noch im Detail besprechen. Ich habe es jetzt hier nur eine diese Darstellung da gewesen, ein bisschen klassischere. Da geht es um das Verhältnis von und oder und ihre Negation. Das werden wir später ausführlich noch besprechen, aber hier geht es jetzt nur zu zeigen, der De Morgan hat das schon gesehen und er hat sich jetzt auch wieder mit Aussagenlogik beschäftigt. Und jetzt geht es dann erst so richtig los. Der George Boole ist ein Logiker, der sich sozusagen die Logik quasi selbst beigebracht hat oder die Mathematik selbst beigebracht hat und dann ganz innovativ an die Logik rangegangen ist und der diese Leibniz-Idee wirklich umgesetzt hat und sich gefragt hat, ne, hat sowohl dieser aristotelische Teil der Logik als auch dieser stoische Teil der Logik nicht viel mehr mathematische Elemente und kann man das nicht voll mathematisieren. Also der hat gedacht, man muss, also es gibt dann ja zwei Möglichkeiten, dass man sozusagen die Mathematik in die Logik tragen kann oder umgekehrt zuerst die Logik verbessern und dann in die Mathematik tragen. Und er hat diese Richtung, dass man die Logik mathematisieren muss. Und da gibt es die berühmte Boolesche Algebra. Also das kann man am schönsten, finde ich, anhand von so Schaltkreisen darstellen. Also der Boole hat wirklich sozusagen die moderne Elektrotechnik und damit all, im Endeffekt alle modernen Geräte und auch Computer vorweggenommen,
Weil nur durch solche Schaltalgebren können wir da mit diesen Geräten kompliziertere Sachen zu machen, als dass man Licht an, Licht aus. Ja? Und zwar sieht man hier, also das ist so die Idee, das ist ein Strom, eine Stromquelle, das ist ein Licht. Und die Frage ist, unter welchen Bedingungen leuchtet das? Und da sieht man, das ist so eine Unschaltung. Das heißt, man muss beide Schalter zumachen, damit das Licht leuchtet. Und das hat der Boole gesehen und hat schon die ursprüngliche Idee, die diesem Schaltkreis zugrunde liegt, dass man das auf 0 und 1 runterbrechen kann. Also die Leute, die dann in der Elektrotechnik umgesetzt haben, haben dann mit 1 Strom verbunden und mit 0 kein Strom. Der Boole hat jetzt versucht, sozusagen das, was man als später dann oder vorher eigentlich schon als Wahrheit und Falschheit bezeichnet, mit der 1 die Wahrheit zu verbinden und mit der 0 die Falschheit und dann quasi logisch, also mathematisch zu errechnen, wann ein Satz wahr oder falsch ist. Und die Idee ist dann, wenn man eine Konjunktion mit und hat, kann man das auch mit der Multiplikation darstellen, wenn man das ganz deutlich sieht, weil das ist genau die Wahrheitstafel, die man für und rauskommen will und die durch diesen Schaltkreis repräsentiert wird. Also wenn es eine Und-Sache ist, dann gibt es nur Strom quasi in dem Sinn, wenn beides der Fall ist, wenn beide Schalter zu sind. Und so ist eine Konjunktion nur dann wahr, wenn beide Glieder wahr sind. Und das kann man sich dann auch so errechnen als Multiplikation, weil 0 mal 0 ist 0, 0 mal 1 ist 0, 0. Jetzt habe ich da so einen Blödsinn gemacht. Jetzt müsste ja da hier der Einser stehen. Hier müsste 1 und 0 stehen. Das kann ich dann auch ausbessern. Und das ist wieder 0 und 1 mal 1 ist 1. Ja, also es muss hier alle vier Kombinationsmöglichkeiten, und das ist zweimal die gleiche. Es muss hier die 1 stehen oder hier, je nachdem, damit man alle vier Kombinationen hat. Und so kann man sich das mathematisch sozusagen vorstellen. Und die zweite Schaltung, die ich hier noch habe, ist so eine Oder-Schaltung. Da haben wir zwei Schalter, aber dann reicht schon einer aus. Ja? Und natürlich reichen auch beide aus. Ja? Das ist jetzt mit der Algebra so ein bisschen komplizierter. Das heißt, das ist ja nicht eine einfache Rechnerei, weil sonst würden wir sagen, 0 plus 0 ist 0. Gut, 0 plus 1 ist 1. Wieder 1 plus 0 ist wieder 1. Aber 1 plus 1 ist 2. Und da muss man das sozusagen so irgendwie uminterpretieren, algebraisch, dass es dann wieder 1 ergibt. Man kann sich dann irgendwie so vielleicht so denken, dass 1 zum Beispiel für nichts, für etwas steht. Und etwas plus etwas ist wieder etwas und 0 für nichts oder so. Ja. Auf jeden Fall deutlicher sieht man es nur, wenn man es mit dem Stromfließen macht. Nicht? Wenn, das ist dann einfach genug fürs Stromfließen, wenn man es doppelt hat. Ja. Und so sieht man, also der Boole hat da erstens der Logik eine neue Perspektive gegeben, dass sie mathematisierbar ist und gleichzeitig auch die Grundlagen für die Elektrotechnik gelegt. Und in der Boole'schen Tradition, also das war wirklich so ein Self, also der hat sich wirklich alles selbst beigebracht und dann sehr interessante Sachen in diesen zwei Werken, die mit den längsten Titeln aller Zeiten an Logikbüchern vielleicht immer noch ein bisschen ungeschlagen sind. Und dann hat es auch noch andere Leute gegeben, die dann innovativ wurden. Also der John Venn, der war auch, also das sind diese berühmten Venn-Diagramme von dem, der hat sich auch mit Boolescher Algebra beschäftigt. Und der hat aber auch als eigenständigen Beitrag, der nicht nur sozusagen im Details Analysen zur Boolschen Algebra betrifft, auch eine berühmte Darstellungsweise und Methode gefunden, wie man überprüfen kann, ob bestimmte aristotelische Schlüsse gültig sind und Prämissen und Konklusionen wahr sind. Und das sind diese berühmten Venn-Diagramme. Da, also durch diese Diagramme werden dann Begriffsverhältnisse dargestellt. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel ein Diagramm, das darstellt, dass die Wahrheit für kein A ist B. Weil die Idee ist, wenn der Bereich rot ist, dann ist da irgendwas drin und wenn der Bereich hier so grau ist, dann ist es nichts. Also gibt es nichts im Bereich der zwischen. Also die Idee ist sozusagen, dadurch kann man zeigen, dass die Bereiche der Begriffe A und B total getrennt sind und dass es keinen Bereich gibt, der die überlappen, weil wir den jetzt leer gesetzt haben. Und das ist dann so ungefähr, wäre eine Wahrheitsbedingung sowohl für kein A ist B als auch für kein B ist A. Und dann kann man das übertragen in so kombinierte Venn-Diagramme. Da möchte ich jetzt nicht aus Zeitgründen drauf eingehen,
wie man dann auch Syllogismen ausrechnen kann, ob die wahr oder falsch sind. Und das war dann schon ein gewisser Fortschritt, weil man hat es dann wirklich sozusagen nicht nur veranschaulichen können, sondern wenn man diese Methode richtig angewendet hat, dann hat man so eine Art Vorstufe zu einem Kalkül gehabt. Also das, was der Leibniz als Verfahren sich gedacht hat, wo man das ausrechnen kann. Oder also man kann ja dann entweder ein Verfahren haben oder eine echte Maschine. So. Und dann nimmt die Revolution wirklich Fahrt auf. Also eine ganz eigenwillige Figur ist der Charles Saunders Peirce. Der war so ein bisschen tragisch dahingehend, dass der im 19. Jahrhundert die USA noch nicht das Zentrum der Philosophie war, sondern eher der europäische Bereich, also vor allem also in Deutsch-Österreich und so, das österreichische Kaiserreich und das deutsche Kaiserreich und so, oder noch die Vorgänger davon. Und da war so das irgendwie dominieren und auch in Großbritannien. Aber die USA, da ist es erst im 20. Jahrhundert, dank bestimmter schrecklicher Umtriebe im 20. Jahrhundert, so passiert, dass da die dann das Zentrum waren. Und so hat der Peirce ziemlich unbeachtet oder größtenteils unbeachtet, erstens, wie man das sieht an dem Titel On the Algebra of Logic, schon bestimmte wichtige Innovationen in Bezug auf die Algebra von Boole gemacht. Aber er hat auch schon echte neue Symbolisierungen, sowohl von der Aussagenlogik, wie man sie hier sieht, also der hat da seine eigenen Graphen, um die Aussagenlogik darzustellen, entworfen, also sozusagen eine Formalisierung, auch schon eine ganz eigene Formalisierung, die eher geometrisch ist, ja, und hat auch eine andere, die dann existenzielle Graphen betrifft, die dann wirklich für die Prädikatenlogik ist, also die Logik, die dann die Syllogistik ablöst mit All-Aussagen und einiges und so weiter, hat er auch schon gehabt. Und er hat wirklich schon viele Sachen, die dann spätere Leute entdeckt haben oder zeitgleich mit ihm vorweggenommen. Aber er hatte in der Logikgeschichte nicht so die große Rolle, weil seine Sachen sind dann erst später so systematisiert worden und so zusammengesammelt. Also der hat nur einige Sachen in Zeitschriften publiziert und die meisten seiner Werke sind dann irgendwie posthum rausgekommen. Und so hatte der eher so ein, obwohl er schon so ein toller Pionier war und so viel vorweggenommen hat, selber eigentlich dafür nicht die Lorbeeren einheimsen können und geht da nur sozusagen post hoc als auch ein wichtiger Innovator der modernen Logik. Anders ist es jetzt bei dem bei dem italienischen Mathematiker und Logiker Giuseppe Peano. Also der hat auch sich mit Boolescher Algebra beschäftigt und hat auch versucht, die weiterzuentwickeln, auch in Bezug auf Generalisierungen und hat da, wie man da sieht, eine eigene Notation weiterentwickelt. Also das ist jetzt schon ein bisschen in die modernere Weise, aber er hatte schon so eine sehr ähnliche Notation wie der Russell. Und die Russell- und Piano-Notation ist wahnsinnig nah dran an der modernen Notation, so wie wir sie kennen. Also nicht nur die moderne formale Notation und auch die Formalisierung der Logik weiter betrieben, sondern worauf er besonders berühmt ist, als umgekehrt auch die Logik auf die Mathematik angewendet. Nämlich vor ihm kommt eine berühmte Axiomatisierung der Arithmetik. Das heißt, man kannte diese Idee, dass man die Mathematik axiomatisiert, schon von der euklidischen Geometrie, da ist das schon sehr früh geschehen, aber das war eigentlich auch eher informell. Und die Leute, die dann jetzt sozusagen da im 19. Jahrhundert immer mehr gedacht haben, man muss die Logik formalisieren, haben auch gedacht, man muss die Mathematik, also manche davon haben auch gedacht, naja, man müsste dann vielleicht auch die Mathematik besser formalisieren und auf ein klareres Fundament stellen. Und da war der Peano einer der ersten wichtigen Pioniere, die gesagt hat, ja, man kann die Arithmetik
die sich mit den natürlichen Zahlen und den Operationen, Rechenoperationen mit natürlichen Zahlen und nur diesen beschäftigt, die kann man durch so eine Axiomatisierung mit diesen Axiomen, die oder diese fünf Axiome, die ich da eingeblendet habe, kann man erfassen und hat damit, kann daraus alle wichtigen Wahrheiten ableiten und aus der Basis dann auch weitere wichtige Operationen damit definieren. Also das war wirklich ein Meilenstein, sowohl auf dem Gebiet der Mathematik als auch auf dem Gebiet der Logik, vor allem was jetzt die Grundlagenforschung betrifft. Und so richtig der Höhepunkt oder der erste große Höhepunkt in der Logikgeschichte ist aber dann der Frege. Also Gottlob Frege, der ist eben im Revolutionsjahr 1848 geboren und 1925 gestorben. Und der hat ja zwei wichtige Bücher zur Logik geschrieben, die eigentlich gar nicht als Bücher für Logik gedacht waren, weil er hatte immer die Logik nur als Hilfsmittel angesehen. Also er hat sich ja auch mit Arithmetik, also er hat, war im brieflichen Austausch mit dem Peano und sein Hauptprojekt war es auch, die Arithmetik auf eine logische Basis zu stellen. Und stärker noch als der Peano hat er nicht nur gedacht, dass man in die Mathematik logische Formalisierung einbringt und die Axiomatisierung, sondern er hatte noch eine viel stärkere Idee, dass man zeigen kann, dass die Arithmetik eigentlich nur Logik in Logic in Disguise, also verkleidete Logik ist, dass man wirklich die Arithmetik auf die Logik zurückführen kann und dass man zeigen kann, dass man die Begriffe der Arithmetik durch rein logische Begriffe erfassen kann. Und das nennt man das Projekt des Logizismus. Und so hat der Frege zwar eben eine Logik entwickelt, eine irrsinnig starke Logik, quasi von den Grundideen, bereits in der Begriffsschrift von 1879, Sachen, die eben heutzutage einer Prädikatenlogik zweiter Stufe, das heißt, eine Prädikatenlogik, die nicht nur quantifiziert über Individuen, sondern auch über Mengen von Individuen, hat er da eigentlich schon vorweggenommen. Zumindest in Grundideen, also die Semantik, die er da gehabt hat, die war noch ein bisschen mager. Aber was er hat schon Kalkül gehabt, also er hatte schon, also er war der Erste, der wirklich ein Beweisverfahren hat, das heißt, der konnte richtig Beweise führen in seiner formalen Sprache und hat es ziemlich ausführlich angewendet, vor allem dann in Grundgesetze der Arithmetik und wollte dann halt bestimmte, also erstens zeigen, wie man die Arithmetik auf die Logik zurückführt, aber hat dann auch ganz viele verschiedene auf anderen Beispielen noch vorgeführt, wie toll man seine Logik dann so für das präzise Beweisen einsetzen kann. Und was Sie hier da sehen, ist eben, dass der Frege da eine ganz berühmte eigenwillige Notation hat, die dann teilweise auch zweidimensional wird, also die meiste Notation ist auch so eindimensional, aber beim Frege geht es dann nicht nur noch von links nach rechts, sondern auch von oben nach unten, oder beziehungsweise eher von unten nach oben muss man die Formel lesen. Und das hat dann fast schon ästhetische Dimension, wenn man so ein Argument in der Frege'schen, so wie so ein kleines Ornament darstellt. Die hat sich leider nicht durchgesetzt. Also manche sagen leider, manche sagen zum Glück. Aber die hat zwar einige Eigenwilligkeiten gehabt, hat aber eigentlich das Wichtigste schon vorweggenommen, was wir jetzt in unserem Grundkurs behandeln. Das heißt, erst mit Frege ist das in seiner Grundstruktur erst da gewesen. Und das Interessante ist, Frege hat es echt als erster dann geschafft, dass er die Aussagenlogik nicht nur formalisiert, sondern eine Theorie über Generalisierungen mit der Aussagenlogik verknüpft. Ja, dass man sagt, eigentlich ist die Theorie der Quantifikation eine Erweiterung der Aussagenlogik. Und der Frege hat gezeigt, wie man das macht. Und das hat vorher niemand in dieser Weise gekannt. Also deswegen ist der Frege so ein wichtiger Pionier, weil der wirklich diese alten Teile da zusammengeführt hat und in einer nie dagewesenen Weise. Und auch wenn der Frege vielleicht viele Ideen bewusst oder unbewusst
aus der Stoa übernommen hat, das sind wirklich nur die Samen gewesen, wenn man so sagen will. Und die Früchte hat er dann produziert. Ja, und die Früchte sind halt das, was ihn so berühmt macht. Ja. Und das ist wirklich sehr beeindruckend. Und auf der Basis von Frege ist es dann auch weitergegangen. Also bevor wir dann zu dem Russell kommen, der quasi den Frege intensiv studiert hat und dann auch kritisiert hat und dann weiterentwickelt hat, noch ein weiterer wichtiger Logikpionier aus dieser Zeit, der mit dem Frege auch eine intensive briefliche Korrespondenz betrieben hat. Das ist nämlich der David Hilbert. Und der David Hilbert, der war hauptsächlich Mathematiker, aber auch in der Mathematik Grundlagenforschung. Und der hatte auch jetzt so ein Kalkül, das ist noch ein bisschen besser gewesen oder ein bisschen klarer als das von Frege und hat allen diese andere Notation gehabt. Also man kann es hier, also man bezeichnet es auch als Frege-Hilbert-Kalkül, weil es wirklich sehr ähnlich ist. Man verwendet da bestimmte Axiome, die man immer als Grundannahme nimmt und dann eine Schlussregel. Und so kann man dann auf der Basis verschiedene Ableitungen machen. Dieses Frege-Hilbert oder Hilbert-Ackermann-Kalkül, wie es auch manchmal genannt wird, weil der Co-Autor Ackermann heißt, wird heute eigentlich nur noch in der Logik selber eingesetzt, also sozusagen um bestimmte Meta-Resultate zu zeigen. Um damit wirklich Beweise zu führen, ist das Ding viel zu umständlich und kompliziert. Da gibt es jetzt mittlerweile schon bessere. Aber man sieht, also so ein richtig funktionierendes Kalkül, das man universell einsetzen kann, gibt es erst wirklich seit Frege und Hilbert. Und das ist wirklich interessant, weil also der Leibniz hatte schon die Idee, also der hat es zwar in Form einer Maschine sich ausgedacht, aber hat auch die Idee eines Kalküls gehabt, also wo man wirklich so ausrechnen kann, ob jetzt bestimmte Sachen, also bestimmte Theoreme aus einer bestimmten Menge von Aussagen folgen oder nicht. Wofür der Hilbert aber noch viel berühmter ist, ist nicht nur dieses gemeinsame mit Frege unabhängig voneinander allerdings entwickelte Kalkül, sondern eine Idee, die Mathematik auf eine neue Grundlage zu stellen. Nämlich hat er die Idee gehabt, die bei Peano und schon ein bisschen da war, nämlich sozusagen die gesamte Mathematik zu axiomatisieren, nicht nur die Arithmetik. Und das hat ihm nicht gereicht, weil er hat gesagt, woher wissen wir denn? Also Peano hat da eine tolle Sache gemacht, aber woher wissen wir das, was er da so schön axiomatisiert hat, dass man daraus keine Widersprüche ableiten kann. Also man sieht zwar, ja, da kann man wichtige Sachen draus ableiten, aber erstens weiß man nicht, ob man wirklich da alles, was man braucht, ableiten können. Also das ist die Vollständigkeitsfrage. Und dann für ihn selber ist es halt die Widerspruchsfreiheit. Und er hat dann gesagt, ja, die Mathematik muss dann halt zwei Sachen betreiben, sollte sich, also in einer Axiomatisierung, Vollständigkeit wäre auch nicht schlecht, dann zu beweisen, dass wirklich alles, was wir wollen, ableitbar können, aber vor allem, dass man daraus keine, dass das ein widerspruchsfreies Axiomensystem ist. Das war ihm dann entscheidend. Das nennt man dann das Hilbert-Programm, dass man das durchzieht. Und das Hilbert-Programm ist dann intensiv betrieben worden, hat aber nicht sehr eine lange Lebenszeit, weil jemand dann gezeigt hat, dass man das in dieser universellen Weise, dass das sehr bald an seine Grenzen stößt. Zu dem werden wir auch noch kurz kommen. Also die nächsten großen Helden sind dann, ist eigentlich der Russell, aber der hat es zusammen mit dem Alfred Whitehead gemacht. Das ist sozusagen das Monumentalwerk der klassischen Logik im 20. Jahrhundert. Eine dreibändige, wirklich Enzyklopädie. Dieses Werk heißt Principia Mathematica. Da ist einerseits die ganze klassische Prädikatenlogik drin, so wie man sie heute kennt, mit diesem Frege-Hilbert-Kalkül, aber wirklich so in einer Weise durchexerziert, wie es vorher noch nicht gemacht wurde. Und was gleichzeitig drin ist, also der Russell, der hatte den Frege in tiefste Depression gestürzt, weil der erkannt hat,
dass dem Frege sein Versuch, die Arithmetik auf die Logik zurückzuführen, zu naiv war und dann ein Axiom gehabt hatte, das berühmte Axiom 5, aus dem man ganz leicht Widersprüche ableiten kann. Und Frege hat es nie lösen können und hat dann sein Projekt quasi begraben und war da ziemlich verzweifelt. Aber der Russell hat dann versucht, mit so einer sogenannten Typentheorie, die dann eine ganze Hierarchie von Begriffsbildung, also die Idee ist, wenn man universelle Begriffsbildung betreiben kann, also uneingeschränkt, dann kommt man in die Widersprüche. Und der Russell hat sich jetzt bemüht, eine geordnete Begriffseinführung, die hierarchisch ist, damit man immer sozusagen auf einer Ebene ist und damit man sich nicht sozusagen wie bei dem Lügner so selbst in den Schwanz beißt. Hat er dort auch in diesem Principia Mathematica seine berühmte Typentheorie eingeführt. Und die vermeidet wirklich auch einige der Widersprüche, die man bei Frege hat. Die hat sich allerdings auch nicht durchgesetzt, weil sie dann extrem einschränkend ist. Aber das ist wirklich eine wichtige Pionierleistung gewesen, die dem Rassler wahnsinnig viel Zeit und Kraft gekostet hat. Also der hat dann sehr intensiv seit 1903 daran gearbeitet. Zusammen mit dem Whitehead. Dann geht es sozusagen im 20. Jahrhundert, ist wirklich die Blütezeit oder die goldene Zeit der Logik. Also da hat es so viele Innovationen und so viele Entwicklungen gegeben. Ich will jetzt nur kurz noch mal ein paar nennen. Also das erste ist mal in der Modallogik, die hat es ja bei Aristoteles auch schon gegeben. Die haben wir jetzt nicht so erwähnt, die hat sich da nicht so durchgesetzt. Das ist dann vor allem durch zwei Leute wieder aufs philosophische Tapet gebracht worden. Also weder der Frege noch der Russell haben sich so intensiv für Modallogik interessiert. Bei Frege war das ganz klar dadurch, dass er sich sehr an Kant orientiert hat und Kant eigentlich Modalitäten nicht so ernst genommen hat als philosophisch relevant, sondern das eher gedacht hat, das hat irgendwas mit Beweis, also mit so einer Art Rechtfertigung zu tun, aber dass es sozusagen irgendwelche Modalitäten gibt, die nicht was mit epistemischer Rechtfertigung zu tun hat, das hat der Kant nicht gesehen. Aber es gibt andere Logiker, die das anders gesehen haben, die gesehen haben, dass die Kategorie des Modalen viel universeller ist und dass es verschiedene Arten von Modalitäten gibt. Und der erste wichtige Pionier ist der, wie der eben oft genannt wird, C.I. Lewis, also Clarence Lewis. Irving Lewis, einer der Pioniere war, der fünf verschiedene Systeme der modernen Modallogik unterschieden hat und die axiomatisiert hat. Also er hatte noch keine Semantik, er hatte auch keine Ahnung gehabt, wie er das machen soll, aber er hat immerhin die Grundlagen der modernen Modallogik gelegt und die Systeme, die er S1 bis S5 nennt, die gibt es immer noch, wobei S1 bis S3 eher exotisch betrachtet wird von der heutigen Perspektive aus und S4 und S5 eigentlich die interessanten Systeme sind für verschiedene Bereiche, also für eher epistemische Bereiche, epistemische Modalitäten ist eher S4. Und seine Abkömmlinge und für logische und metaphysische Modalitäten ist dann eher S5. Wir werden es kurz am Ende der Vorlesung anrühren, aber das ist dann eigentlich was für weitere Logikveranstaltungen, die in Bochum auch reichlich angeboten werden und wo große Experten zu diesem Gebiet reichlich vorhanden sind. Und ein weiterer Pionier ist dann eben der Carnap, der liefert jetzt dazu eine erste Idee für so eine Semantik. Er hat zwar nur für S5 eine Semantik auf Lager, aber die ist schon mal sehr interessant. Und die geht darauf zurück, dass er zwischen einer Intention und einer Extension von Ausdrücken unterscheidet und dass er die Intention aller Frege als funktionsartige Sache ansieht. Also ich kann mir vorstellen, dass sie damit nicht sehr viel anfangen werden jetzt, aber das will ich jetzt auch gar nicht vertiefen. Wer sich da interessiert, kann sich ja mal das näher anschauen. Aber das ist sozusagen wirklich eine extreme Pionierleistung gewesen, weil man, wenn man Modallogik betreibt, eigentlich auf den ersten Blick gar keine Idee hat, wie man da eine Semantik machen kann. Und der hat dann wirklich ein Instrumentarium entwickelt, das sozusagen dafür schon die wichtigen Grundideen geliefert hat.
Und erst ein späterer Philosoph, der das Ende unserer Lehrveranstaltung liefern wird, hat es dann in einer universellen Weise ausformuliert, dass wir wirklich alle Systeme von Lewis formalisieren können und nicht nur S5. Ja. Und auf den kommen wir gleich. Also zuerst gibt es aber noch andere Pioniere, die da extrem, ich habe sie jetzt Innovatoren genannt. Also erstens den Alfred Tarski. Das ist ein ganz berühmter polnischer Logiker aus einer berühmten polnischen Logikschule. Der ist aber dann eben wegen dem Zweiten Weltkrieg hat sich diese schöne polnische Logikschule dann ist die zerstört worden und der Alfred Tarski ist in die USA geflogen und hat dort dann weitergewirkt. Also hat dann im Endeffekt ein Glück im Unglück gehabt, weil er dann genau in dieses Land rüber gewechselt wurde, das dann zum zentralen Land für Logik und Philosophieentwicklungen wurde und hat eben für die Prädikatenlogik eine neue Art von Semantik geliefert. Also Frege hatte schon gro viele Grundideen, wie man eine Semantik, also außer diesen Kalkül schließen, wie man wirklich die inhaltliche, wie man den Inhalt, den formalen Inhalt der Sätze und wie sich die Sätze zueinander verhalten, in dem Fall, wenn das eine aus dem anderen folgt. Da hat sich der Frege schon interessante Gedanken gemacht, aber der Tarski hat es dann auf eine Weise systematisiert, die bis heute bahnbrechend ist und immer noch verwendet wird. Und das werden wir auch in den Grundzügen machen. Das ist eine sogenannte modelltheoretische Semantik. Und unser Grundkurs wird auch von den Ideen von Tarski Gebrauch machen, zwar in einer ein bisschen abgeschwächten und moderneren Weise, aber eigentlich sind es genau die Ideen von Tarski, die da weiterleben. Und deswegen ist sozusagen, der Tarski hat quasi nochmal eins draufgesetzt, also beziehungsweise das vervollständigt, was Frege und Russell vor ihm schon geleistet haben für die klassische Logik, hat er dann abgerundet. Und ebenso ein weiterer Erweiterer und Innovator ist der Gerhard Gentzen. Also vorher hatte man eigentlich nur ein Kalkül so richtig in der Verwendung gehabt, das war dieses Frege-Hilbert-Ackermann-Kalkül. Und der hat jetzt noch ganz neue, interessante Kalküle entworfen. Also wir werden uns jetzt mit denen nicht beschäftigen. Andere Logikkurse verwenden. Also das Schwierigste und das, was eher für so Logik-Experten ist, wie sie bei uns auch reichlich am Institut sind, das Sequenzenkalkül. Das ist sozusagen so eine Weiterentwicklung von dem Kalkül des natürlichen Schließens. Aber im Logik-Grundkursen, den machen wir das Kalkül des natürlichen Schließens oft verwendet. Das ist ganz anders als das Hilbert-Ackermann-Kalkül. Ist auch ein Verfahren, um festzustellen, ob aus einer bestimmten Menge von Sätzen irgendein weiterer folgt oder mehrere weitere. Und ist aber viel intuitiver und viel besser anwendbar. Ist aber auch ein bisschen weiter weg von der modelltheoretischen Semantik. Und wir werden dann im Kursen noch ein anderes Kalkül verwenden, das dann später ein anderer Logiker erfunden hat oder mehrere. Das heißt, einer der heißt Bett. Und das ist, nennt sich Tableau-Kalkül. Also es gibt da verschiedene Kalküle und diese, also Hilbert Ackermann, Kalkül des natürlichen Schließens, Sequenzenkalkül plus dieses Tableau-Kalkül, das sind eigentlich die wichtigsten Kalküle, die immer noch verwendet werden und einen zentralen Bestandteil in der modernen Logik erspielen, auch wenn es dann auch noch andere Kalküle gibt, die dann später entworfen sind, die sich aber nicht in der Weise durchgesetzt haben. Und der Gentzen hat eben, obwohl er, wie man sieht, nur sehr jung geboren, also sehr früh gestorben ist leider, und irgendwie so der, also ein tragischer Superstar der Logik war, hat gleich zwei ganz neue Kalküle entworfen, die ganz anders waren als die man bis jetzt gekannt hatte. Und das Tableau-Kalkül ist dann nochmal ein anderes, das auch nochmal ganz anders funktioniert und das Einzige ist, das wirklich ganz nah an der Semantik an der Task-Semantik dran ist. Und wir machen es deswegen auch in diesem Kalkül, das so nah an der Semantik ist, weil das wahrscheinlich das Leichteste ist und weil man das am besten versteht. Das ist sozusagen wie so eine Art Schatten zur Semantik. Die anderen sind ein bisschen weiter weg. Und da muss man ein bisschen, das ist noch ein bisschen schwieriger. Und meiner Meinung nach, aus rein didaktischen Gründen, kann das hilfreich sein, wenn man zuerst mit dem Kalkül, mit dem Tableau-Kalkül anfangen.
So, wir sind jetzt dann schon gleich am Ende. Also diese Logikgeschichte ist viel länger geworden, als ich gedacht habe. Der zwei wichtige, so eher so schon Klassiker der modernen Logik möchte ich noch kurz nennen. Also der eine ist deswegen wichtig, weil der diese Idee von Leibniz nochmal aufgenommen hat und sich echt gefragt hat, wie das jetzt so ist mit der Berechenbarkeit. Kann man einen Computer erfinden, dem er die Prädikatenlogik beibringt und der für alle Sätze dann entscheidet, ob sie jetzt erfolgen oder nicht folgen? Und der hat einen berühmten Beweis geführt, dass es für die vollständige Prädikatenlogik nicht möglich ist, dass die nicht entscheidbar ist, dass ein Computer da bei bestimmten Argumenten zu keinem Ende kommen kann, dass der keine Lösung, also das ist nicht berechenbar. Also diese Beweismaschine, die der Leibniz im Kopf hatte, die kann man eigentlich für die volle Prädikatenlogik nicht bauen. Es sind dann aber Leute später drauf gekommen, dass es bestimmte Fragmente oder Teile geht, die schon entscheidbar sind und wo die man dann auch in der Informatik verwendet. Die nennt man dann oft Description Logic. Die sind nur, also ich kann dann später mal noch darauf eingehen, auf welchen Bereich man die Prädikatenlogik beschränken muss, damit sie entscheidbar ist. Aber sozusagen er, der Alonzo Church und sein Schüler Alan Turing, die haben da wichtige Ideen geliefert, die quasi gezeigt haben, wo die Grenzen dieser Grundidee von, oder wichtige Beweise, sagen wir so, geliefert, die Grenzen aufgezeigt haben von der Idee von Leibniz. Und darüber hinaus hat dann der Church auch noch das sogenannte Lambda-Kalkül entwickelt. Das ist jetzt sozusagen eine interessante Erweiterung der Prädikatenlogik, die die Sprache der Prädikatenlogik noch viel ausdrucksstärker macht und bestimmte Feinunterscheidungen erlaubt. Das werden wir nicht machen, aber alle Linguisten, vor allem formal arbeitenden Linguisten, für die ist das sozusagen das Heiligtum. Und das geht auch auf den Church zurück. Also, das sind dann so, man kann dann neue komplexe Ausdrücke bilden mit so einer Art Lambda-Abstraktion, Operatoren. Ja. Aber da werden wir uns jetzt nicht genauer beschäftigen. Aber es ist nur wichtig zu erwähnen, dass der eben zwei wichtige Pionierleistungen geleistet hat. Und dann kommen wir jetzt zum vorletzten, aber der Meinung vieler Leute, der wahrscheinlich bedeutendste Logiker in der Logikgeschichte, der wirklich die schwierigsten Gipfel in der Logik erklommen hat. Also zuerst mal der kleinere Gipfel. Er hat sich an dem Hilbert-Programm beteiligt und hat einerseits ein wichtiges Resultat für das Hilbert-Programm geliefert, nämlich die Vollständigkeit dieser Prädikatenlogik, wie wir sie machen. Das heißt, das Hilbert-Kalkül liefert wirklich, also sozusagen, alle Sätze, die wirklich folgen, lassen sich bei dem Hilbert-Programm als folgerichtig rausrechnen. Das liefert wirklich alles, also das ist umfassend genug, das lässt nicht irgendwelche Sachen, die gut sind, übrig. Man kann wirklich alles damit beweisen. Das ist natürlich ein super wichtiges Resultat. Ja? Und da hat sich der Hilbert auch sehr gefreut, aber dann hat er gleich nachgelegt, also das hat er schon 1929 in seiner Dissertation bewiesen, ist dann 1930 als Aufsatz veröffentlicht worden. Der steht hier als Titel und hat aber dann gleich ein Jahr später den Sargnagel des Hilbert-Programms gelegt, weil er gezeigt hat, das sind seine zwei Unvollständigkeitssätze, aber der eine, also der entscheidende für den Hilbert, besagt eben, dass die Arithmetik selber, wenn man die Prädikatenlogik mit diesen Peano-Axiomen, also wenn man die Peano, also die Prädikatenlogik axiomatisiert, so wie es der Hilbert ge gezeigt hat, und dann dieses Hilbert-Ackermann-Kalkül verwendet und dann die Peano-Axiome dazu nimmt, dann hat man zwar ein interessantes logisches System, aber man kann in dem System nicht die Widerspruchsfreiheit des Systems beweisen. Dazu ist das System zu schwach, man braucht wieder ein stärkeres System und so ist es dann sozusagen so ein ähnlicher Aufstieg. Man braucht dann für bestimmte komplexe Sprachen immer wieder ein stärkeres System. Und somit ist eigentlich das, was sich der Hilbert da gewünscht hat, dass wir dann die ganze Mathematik auf axiomatisieren und ganz leicht zeigen, dass sie widerspruchsfrei ist, eigentlich ein aussichtsloses Unterfangen. Das heißt, es bleiben immer bestimmte Fragen offen. Es gibt immer Sachen, die irgendwie wahr sind oder die wir dann, wo wir das nicht wissen.
Also da gibt es die Grenzen der Beweisbarkeit werden da aufgezeigt. Also die beiden Herren sind die begrenzt, die zeigen, wo die Grenzen sind der Ideen auch, die der Hilbert und der Leibniz hatten. Und als letztes möchte ich jetzt noch kurz sozusagen jemanden, der also auch neben dem Frege mein persönlicher Lieblingsphilosoph ist und der wirklich auch ein unglaubliches Genie ist, weil der mit 19 oder 18 und ich glaube mit 16 oder so hat er schon angefangen, aber also er ist 1940 geboren und hat schon mit 19 ein bahnbrechendes Werk da publiziert. Also er ist derjenige, der die sogenannte Kripke-Semantik für die Modallogik entwickelt hat, die wirklich für nicht nur für die Systeme, die der Lewis entworfen hat, also dieser C.I. Lewis, eine Semantik gibt, die unglaublich flexibel und ausdrucksstark ist, sondern verschiedenste Arten von Modallogiken und andere Systeme, die man da auch noch Zwischenstufen, also das ist wirklich unglaublich, dass so ein junger Mensch, also die Logik wirklich nochmal auf eine Weise revolutioniert hat, wo sie dann jetzt in den letzten Jahren, seitdem das da passiert ist, also seit dem Ende der 50er, Ende der 60er her, wirklich nochmal sich weiter verzweigt und weiterentwickelt hat. Und jetzt könnte man die Geschichte noch weiter erzählen, nur jetzt wird sie wirklich kompliziert, weil nach dem Kripke sind halt so viele Leute auf den Zug mit aufgesprungen, hat so viele tolle Sachen gegeben, aber das waren bis jetzt, glaube ich, die allerwichtigsten, zumindest aus meiner Perspektive.